Hey, yo zusammen! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit. Ja, Angmar. So, die Lichtverhältnisse sind ziemlicher Scheiß, aber ich kann mal gucken. Moment! Naja. Okay, nicht super, aber besser, weil es ist Wochenende. Es ist sehr früh. Ich muss noch Cortison nehmen. Mache ich nachher. Nach der Aufnahme. Ja, und ein Licht geht bei mir im Zimmer nicht. Irgendwie hat die Lampe, die schrottet Lichter. Und ich habe keinen Bock mehr, dauernd jede 3 Monate eine neue Birne einzubauen. Und die ganze Zeit kaputt gemacht werden von der Lampe. Keine Ahnung. Nö, sehe ich nicht ein. Habe ich keine Lust mehr. Deswegen werdet ihr jetzt damit zurechtkommen müssen, wie es ist, genauso wie ich auch. Wo haben wir denn gekämpft? So will ich die behalten. Ja, einfach machen. So, wo geht's noch lang? Ah. Ja, gut, das. Das sollte ja machbar sein. Obwohl, ich glaube, in Porte von Horn darf man nur 360 haben, ne? Gegen ein Fliegviech ist das natürlich. Ja. Arbeitet oder ihr werdet die Arbeit. Wir müssen kämpfen. Gut, gucken wir mal. Nein, so nicht. Ja, gut, warte. So. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich befehlige die Leibeigenen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ich befehlige die Leibeigenen. Erlaubt euch nicht. Also, anders kann ich es gerade nicht machen. Los. Wir müssen halt hier irgendwie ihr macht, warten. Was euch gesagt wird. Ruhe, ihr Maben. Und dann müssen wir hoffen, dass wir... Wir sind gefährlich. Unser neues Gebäude ist fertig. Dass wir, ja, schnell das Zeug hochbumsen, damit sie Türme bekommen. Ich weiß nicht, ob die Schmiede einen Turm bekommen, wenn sie Stufe 2 ist. Keine Ahnung. Muss man mal schauen. Lass die Trolle nicht sehen, dass ihr heraussteht. So. Wird mir zu ihr machen. Ah, wir gucken uns das an. Verlauft euch nicht! Los! So. Ruhe, ihr Magen! Jojo! Gut, heute ist es soweit. Heute habe ich vor, den PC aufzubauen. Ich hoffe, dass das mit Windows klappt. Weil man hat ja meistens eine OEM. Ein Gasthaus entdeckt. Und dann geht das nicht, dass man die Festplatte einfach aus und woanders einbaut, was ich sehr schade finde. Aber das müssen wir alles mal sehen, wenn es soweit ist. Na, schauen wir mal. Und dann sehen wir schon. Hehe, trollalala, Leute. Keine Widerrede, ihr bisher noch keine Feinde gesehen. Wir sind hier deswegen rennen wir jetzt mal rüber zum anderen Gasthaus, um das vielleicht einzunehmen. Das Gebäude ist fertig. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Soweit so gut. Arbeitet für die Eisenkrone. Okay. Der Hammer. Hört mir zu, ihr Magen. Okay. Da, der Feind. Bisher. Keine Widerrede, ihr Würmer. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Ah, kommt mal, kriegt ein Tor. Ist sehr schön. Unser neues Gebäude lass ist die Trolle nicht sehen, dass hier wir müssen etwas erledigen. Jetzt gehört das Gebäude uns. Zurück an die Arbeit. Gut. Passt. Das Gebäude ist fertig. Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet. Ihr wartet, dass die Trolle nicht sehen, dass ihr uns steht. So, was man natürlich nicht machen muss, ist alles Q. Das ist sehr schlecht. Wir müssen kämpfen. Versucht immer effizient zu bauen. Wir haben ein Gasthaus entdeckt. Der Feind ist nah. Hört mir zu, ihr Magen. Immer schön effizient spielen, das heißt, die Truppen werden angegriffen. Nicht alles queuen, weil das ist Geld, mit dem könnten die andere Dinge machen. Das steht und dann einfach nur rum und macht nichts. Die Dunkelstahlrüstung ist bereit. Lass die Trolle nicht sehen, gilt für jedes Strategiespiel eigentlich. Wir müssen sehr weit zurück, sie werden untergehen. Da macht die Orks mal kaputt. So. Klar, die Dunkelstahlklingen hätte ich gern, aber... Vorwärts, ihr stinkenden Magen! Kampf, ihr Magen! Die Schlacht hat begonnen!
brennt alles nicht nieder. Dieses Gebäude ist fertig. So. Oder ihr werdet geknechtet. Gut. Wir sind jetzt stark. Zurück an die Arbeit. Elite. Das ist schön. Wir warten auf die Schlacht. Ruhe, ihr Magen. Ihr macht, was euch gesagt an die Arbeit, oder ich werfe euch den Weise. Ruhe, ihr Magen. Das machen wir kaputt. Lasst die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Wo sind denn meine... Ihr macht, was euch gesagt wird. Alle sind tot. Ah, okay. Hört mir zu, ihr Magen. Na gut. Dann können wir neue ausbilden. Das ist nicht so schlimm. Keine Widerrede, ihr Würmer. Gut. Waldläufer bereit. Ausbilden. Ausbilden. Wir sind kampfbereit. Gut, die Dunkelstallklinge will ich machen. Unser neues Gebäude ist bereit. An die Arbeit, oder ich so, ich spare jetzt. Das heißt, die kommen jetzt zurück. Ich habe genug Mühe. Ne? Eins. Wieder habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja, warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Da müssen schon 12 raus. Sie greifen unsere Mühlen an. Ah ja, muss das sein. Ah ja. Oh. Auch sehr interessant. Wir sind die Herren der Wälder. Das Gebäude ist fertig. Keine Gnade. So. Zurück an die Arbeit. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen. Ja, also 12, glaube ich, ist ganz solide. Kann ich mir... Ja, das könnte eigentlich ein bisschen sein. Aber ich kriege Warnbeschot. Wenn ich irgendwann... Sehr schön. Da kommt er. Da ist er. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Baut es stark! Das Dach kaputt. So. Verstohlenheit ist unsere Stärke. Macht keine Gefangenen! Angmar muss ja. Erstarken! Uns gehen die Rohstoffe für aus! Die Eisenkrone. Ja, ja. Auf in die Schlacht! Angmar wird siegen! Weiter! Sie werden alle fallen! Unsere Armee kann nicht wachsen! Blut für den Hexenkönig! Macht sie nie! Ah, der ist schon gut tot. Sehr schön. Auf in den Kampf! Wir werden siegen! Sie werden untergehen! Unser neues Gebäude ist bereit! Gut. Die beiden können nicht heulen, aber die schon. An die Arbeit, oder gut. Ich werfe euch den Wölfen vor! Sie werden alle fallen! Ihr könnt euch mal zurückziehen. Ich bringe Angmar Steine und Eis! Waldläufer bereit! Verstohlenheit ist unser Stärke! Lautloser Tod! So. Unsere Pfeile flüstern! Schöner Treffer. Wir sind die schwarzen Numenor. Zerstört alles. Keine Gnade. Gut. Zurück an die Arbeit. Da können wir noch was bauen. Wir bauen für die Eisenkrone. Er macht da jetzt ein bisschen kaputt. Ne? Das ist nicht doof, aber. Waldläufer bereit. Auf in die Schlacht. Genau. So. Wilde Waage, seid vorsichtig! Reißt es nieder! Keine Widerrede, so. Ihr Würmer! Sturheit ist unsere Stärke. Wir angreifen. Unsere Feinde flüstern. Unsere Mühlen werden angegriffen. Irgendwie sind sie verbuggt. Schade. Unser neues Gebäude macht ist fertig. Bereit. Wir sind hier fertig. Naja, altes Spiel. Ne? Ein altes macht keine Gefangenen. Sehr alt. Sie werden angefallen. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Die Truppen werden angegriffen. Arbeitet, ihr werdet geknechtet! Dann können wir nichts bauen! Da liegt immer noch ein Ding ins Gebäude. Schießt weiter! Macht sie nieder! Sie greifen die Mühlen an! Jetzt schaffen sie es, jetzt sind sie nieder. Sehr schön. Hoch in die Hand! Jawohl, okay. Sehr gut. Ah, schön. So, machen wir das kaputt. Unsere Armee kann nicht wachsen. Unser neues Gebäude ist fertig. Ach, von diesem Grabern heute standen nur Leute, ich bin müde. Ich bin gerade erst aufgewacht. Und kack komplett ab hier. Das macht das nicht gut. Aber ich freue mich schon, wenn der PC gebaut wird. Ich hoffe, der klappt dann. Das wünsche ich. Das wäre ideal. Und dann, Leute, dann gibt's Warhammer.
Da bin ich sehr gespannt. Ich habe schon mal die Skaven ausprobiert. Spielt sich mega strange. Vielleicht mache ich das sogar, dass ich die Skaven ausprobiere. In einem richtigen Run. Keine Ahnung. Taugt mir zwar irgendwie nicht so. Aber die sind schon interessant. So vom Spielprinzip her ist es was ganz anderes. Und das finde ich immer interessant. Wenn man etwas hat zum Ausprobieren. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Weil wenn ich euch jetzt was zeige, wo ich mich mega wohl fühle, dann ist es einfach ziemlich langweilig. Da muss ich halt sagen, klar, weil ich kenne alles, da weiß ich alles, es ist doch keine Herausforderung, ich weiß genau, wie ich spielen muss. Okay, es ist eine Herausforderung, das Spiel ist schon. Aber nicht so eine Herausforderung, weil ich halt ziemlich gut klarkomme. Ich weiß genau, wie mein Spielplan ist, wie ich bauen muss, um zurechtzukommen. Und, ne? Das ist so. Sie greifen die Mühlen an. Der Feind ist zurückgekehrt. So. Wir sind hier fertig. Und das finde ich gemacht, dann macht er nicht so viel Spaß. Die Schlacht hat begonnen. Aber mal gucken. Ich weiß nicht. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Welpen. Hab mich noch nicht entschieden, wie ich es genau mache. Aber ja, irgendwie wird's sein. Ruhe, ihr Magen! Sie greifen unsere Mühlen an! Da was sind jetzt meine ganzen Bogenschützen und alles? Ich hatte irgendwo noch Bogenschützen. Gibt's nicht. Sind wahrscheinlich alle. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Hier haben wir noch Numenor, das ist mal. Da haben wir noch welche. Ja, gut, dann habe ich die kleine Truppe. Den müsst ihr schon. Ja, Alter. So. Easy. Das meine ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Frogger spielen würde. Den kenne ich halt in- und auswendig fast. Ist dann nicht so anspruchsvoll. Verteilt euch! Wir haben ein Territorium verloren. So, endlich ist eine KI. Nach 17 Runden habe ich die erste KI bloß geschafft. Das ist langsam. Aber gut, dafür geht's jetzt schnell, weil mir gehört schon die Hilfe des Landes. Die Verstärkung ist eingetroffen. Gut, ja, aufschließen. Wir können da weiter. Dann, wir können wieder Festung bauen. Sowas hier bauen. Rogasch. Ja, ne, ich brauche Zuchtmeister. Ich kann nicht komplett auf Zuchtmeister. Das geht nicht. Okay, ich brauche schon nicht. Aber der kann kriegen. Hier. So, der geht runter. Und der geht. Ich glaube, der geht weit. Ja, ich mache jetzt hier die Zwerge weg. Genau. Ja. Ich mache hier die Zwerge weg. Die Verstärkung ist eingetroffen. So. Genau. Aufschließen. So. Weiter geht's. Verteilt euch. Der wird. Aufschließen. Ich würde jetzt hier mal eine Schmiede bauen. Und hier nur so ein Ausbildungsgebäude. Genau. Ich glaube, die Schneetrolle sind ein bisschen teurer und ein bisschen stärker. Gut, machen wir ein paar Schneetrolle. Hier haben wir schon einen. So, der kann ausgerüstet werden. Der auch. Das kann rüber. Der ganze Bums kann eigentlich auch rüber. Ja, obwohl. Ja, jetzt ist es zu spät. Das habe ich schon rüber. So, hier wird ausgebildet. Okay. Noch was rüberschüpseln. Überall noch vielleicht eine Kleinigkeit ausbilden. Ne? Schade, wir haben nicht haben oder nicht haben. Whatever. Genau. So. Also der rennt rüber, die rennen beide rüber. Das ist dumm. Nein, dann gibt Ginnar. Ah. Das ist sogar noch besser. Schaut's mal. So machen wir das. Wir gehen hier runter.
mit dem. Wo ist Miram? Der steckt hier oben. Für. Egal. Dann kommt Miram zu Baldur. Genau. Zack. Weil dann kann ich unten rum und oben rum. Das heißt, Walder wird hier unten die Länder einnehmen. Der hier rennt hier so rein. Genau. Und die machen oben. Ja, ich glaube, in spätestens. Also, länger als Runde 28 sollte ich nicht brauchen. Im besten Fall 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3. 21, 22 durch 4, 5 Runden, 6 Runden, 7, 8. Ja, Runde 26 bis 28 sollte das hier durch sein. Freewin, absoluter Garbage. Freewin. Ich zerstöre eine Truppe. Oh, geil. Ja, gut. Nice, danke. So, das wird er versuchen. Das auch. Oh, 6 Kavallerie. Huhu! Leute, das tut weh. Okay. Ich bringe den Westen an die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Zurück an die Arbeit. Das Ende des Westens. Das wird jetzt ungeil. 6 Reiter. Holy Waldläufer bereit. Fürchtet die Eis. Wir sind auf einen Vorposten gestoßen. Marschiert! Wir haben das Lager des Friedens entdeckt. Vorsicht! Ein Höhletroll-Lager! Auf in die Schlacht! Unser neues Gebäude ist bereit. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Wir dienen der Eis. Ohne drauf Befehl. Wir dienen der Eis. Wir haben eine neue Halle des Königs. Arbeitet, oder ihr werdet gekneißt. So. Kein Mann widersteht meiner Klinge. Ein Leuchtfeuer. Ja. Wir sind die Boten des Todes. Seid vorsichtig. Das Gebäude gehört nun an. Sie greifen mal für bereit. So. Fürchtet die Eisvergießen. Sieht bisher eigentlich ganz gut aus, oder? Würde ich mal sagen. Ich habe halt ausgerüstet und scheiße. Oh, letztens kam eine E-Mail von YouTube, dass mein Inhalt nicht für Kinder geeignet ist. Und deswegen ich jetzt mit Einschränkungen bei manchen Videos, in welcher Art auch immer, zu rechnen habe oder umzugehen habe oder keine Ahnung. Das war immer ganz komisch. Und ich denke mal so, ja, nice. Also, 8-Jähriger, 10-Jähriger sollte sich jetzt das nicht anschauen, was ich hier mache. Und jeder 12-Jährige, der sich dieses Video hier anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt. Weil das würden die wenigsten tun. Welcher heute 12-Jährige interessiert sich für Herr der Ringe Schlacht mit Lehre 2 Aufstieg des Hexenkönigs? Keiner. Also ich würde mal sagen, die meisten Leute, die mir zugucken, dürften Menschen sein. Menschen, ja, vielleicht auch das ein oder andere Tier, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht habt ihr einen Hund oder eine Katze oder eine Maus oder einen Vogel. Bei euch auf der Schulter, auf dem Schoß sitzen, wie auch immer, oder der zuguckt und sich denkt, ah ja, cool. Der mag ja. Weiß ich nicht. Aber erstmal vermutlich Menschen. Und die halt dieses Spiel. Oh geil, ich kann upgraden. Nice. Damals in ihrer Kindheit gespielt haben. Und das ist ja alt. Ich glaube, dann kam das Spiel raus. 2003? Oder so? Es muss 2003 gewesen sein. Die Erweiterung. Keine Ahnung. Also, es ist lang her. Ist lang her. Das Spiel. Den her, ja. Wieso hatten wir jetzt 3 Baumeister? Das finde ich nicht immer. Wusste es sein. Das Gebäude, dass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen.
Ach, das war mein Baumeister. Genau. Sie werden alle vor mir knirschen. As I said, easy freedom. Dankeschön. 13,2. So, wir behalten, was wir behalten können. Ich mache jetzt noch schnell Helms Klamm. Ich töte schon wieder was, ne? Das ist, also in dem Run habe ich so viele Helden getötet. Also Helden, Bannerträger, Armeeführer. Wirklich getötet. Dass sie nicht mehr auf der Weltkarte sind. Das ist heftig. So. Also wir machen zu. Wir holen uns ein zweites Gebäude. Nicht sehen, dass ihr herumsteht. Das ist kein guter Bauplatz. Warte auf Befehl. Warte auf Befehl. Oh, das ist meine Stimme. Warte auf Befehl. Ja, nicht. 200, oder? Hätte mich gewundert. So. Hey, gut, Leute, ich sag's euch. Aber ich muss heute, das ist halt das Krasse, ich muss hier durchballern. Ich muss heute dieses Spiel, diesen Run muss ich abschließen, bevor ich den neuen PC zusammenbauen kann. Weil, wenn ich es nicht hinkriege, Schlacht um Mittelerde 2 zu installieren und Zeugs und blablub, damit es wieder läuft, dann RIP. Es gibt zwar Tutorials, die funktionieren auch, ich will das Spiel aber nicht auf Englisch spielen. Habe ich eigentlich keinen Bock zu. Will ich nicht. Ich bin sehr gespannt. Da muss ich nochmal gucken, wie das dann ist. Ob ich das auf Deutsch installieren kann oder wie das dann. Wisst ihr, das ist halt das Ding. Ich muss das dann mit diesem DVD-RIP machen. Demon Tools oder wieder Bums heißt. Der dann irgendwie funktionieren soll. Fragt mich nicht wie, keine Ahnung. So. Damit er halt hier die CD erkennt. Weil EA aus welchem Grund auch immer so dumm ist, das Spiel nicht als Download auf Uplay anzubieten. Vielleicht gucke ich nochmal. Na, ich wäre sogar bereit, nochmal einen 10er auszugeben. Ist zwar dumm, muss nicht sein, aber. So. Aber sie haben alle Spiele. Was? Uplay? Nee, Origins. Uplay ist Ubisoft. Origins. EA Origins oder irgendwie so heißt das. Fake Steam halt von EA. Ne? So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, die Halle des Königs ist größer denn je. Why? Fürchtet die Eisen das Lager des Feindes entfliehen der Eiskrone. Zerstört es! Warum macht das so kompliziert? Wir müssen kämpfen! Unser neues Gebäude ist fertig. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Weil sie könnten so viel Geld verdienen. Wenn ich gucke, wie viele Leute dieses Spiel noch spielen, wirklich halt, ne? Die Truppen werden angegriffen. Das Gebäude ist fertig. Blumenau. Macht keine Gefangenen. Unsere Mühle werden angegriffen. Widersteht uns. So. Aber sie bieten es halt nicht zum Download an. Und sie würden so viel Geld verdienen. Ist halt echt. Aber sie wollen nicht, ja, dann nicht. Ja, dann nicht. So, ich muss ja nur noch die Supertruppe. Ich bringe Angmar Steine und Eis. Das war's. Ja, das zeigt sich. Wir sind die schwarzen Numenor. Pfeile los! Toll. Das ist halt krass, ne? Numenor gegen Orks. Lell. Also halt gar keine Chance. So. Ja, geh raus. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Magen. Mach was, macht's was für euer Geld, Leute. Fürchtet die Eisenkrone. Ja, die Eisen. Wie schnell die Numenor aus. Was wurde denn hier denn, Leute? Übel ist retardet, die Wir dienen der Eisen. Der Feind ist nah. Warte auf Befehl. Fürchtet die Eisenkrone. Hier sieht die Elite. Unser neues Gebäude ist bereit. Ist egal. Zurück an die Arbeit. Ist alles. Da müssen wir ja. In Deckung gehen, ne? So. Kann ich nochmal einen ausbilden? Ja. Gleich.
Dauert ein bisschen, bis ich den Gegner besiegt habe, aber... Oh! Oh! Aha! Ist alles egal. Wo ist er denn? Jetzt haut er ab. Ja, dann macht's mal schwarze Pfeile. Achso, könnt's er nicht. Tja. Das können nämlich nur die Menschen aus dem Tal. Tot. Tot. Ich glaube tatsächlich, ich werde dann Ikit flüstern. Clan Ashen ist zwar auch interessant bei Warhammer, ne? Aber ich glaube, zum Starten ist die erste Fraktion immer noch mit am besten. Ja, das werde ich dann noch machen. Ich glaube, Ikit Claw wird's. Ob ich noch legendär spielen soll? Oh nein, dieser Baumeister! Oh Gott! Wie kann das nur passieren? Und gerettet. Also die KI so strunzdumm. Lell. Ja, guckt, er hat das halt echt überlebt. Den Trick solltet ihr euch merken, weil das ist echt. Auch für den Multiplayer. Mit einer Mauer bauen oder so, wenn der Baumeister auch in eurer Nähe ist. Also in der Nähe von eurer Festung. Mauerknoten kosten 150. Ja, ist dann ziemlich geschenkt, das geht schon. Easy. Echt easy. Ich muss jetzt nach der Aufnahme mal gucken. Also die Musik so mega laut scheppert, also ich hab das Spiel. Wow! Ist halt echt laut. Ich frag mich gerade, why? Ist doch viel wieso? Ich muss ja mal schauen, ob jetzt das Verhältnis zwischen meiner Stimme und dem Spiel immer noch so kacke schlecht ist. Ja, Baumeister, du bleibst mir da. Und dann macht man hier den da, das Sternchen-Manöver. Und dann sind wir fertig. Wollt ihr alle mal Dinger töten? Dann geht's schon aus Wiedersehen. So, jetzt geht's vom Zombie. Weil gerade eben die Musik hat richtig gescheppert. Ich meine, die ist ja geil, aber so laut, big O. So. Hier sind die schwarzen Numenor. Für die Leute, die sich fragen, warum ich jetzt abgebrochen habe, auszubilden. Ich will alle Leute mit Bannerträgern haben. Und wenn ich jetzt weiter ausbilde und keine Bannerträger mehr da sind, dann... Also wenn eine Einheit keine Bannerträger hat, dann wird die übernommen, weil das Spiel schlecht programmiert ist. So. Nee, nicht K. S, D, T, D. Miede? Gide? Was war's denn? Gide? Siede? Wiede? Ich weiß nicht, was er heute für die Dunkelstall spielt. So. Da 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 da. Behalten dürfte ich so ein bisschen was, aber ganz im Ernst, wenn ich was behalte, dann im Dolby. Ausbrecht euch! Meine Fresse, ist das hart. So. Gut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.